Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück. Nee, ich war am letzten. Na egal. Ja, zurück bei Star Wars Battlefront. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Revano. Ja, Hallöchen. Und wir spielen heute Helden versus Schurken. Schurken. Schurken? Die sind auch gut, ja. Und wieder Haufen Leute dabei. Aber wohl, das ist diesmal voll. 6 von 6. Jawohl, endlich. Also, das ist wahrscheinlich interessant. Hast du ja gemerkt, vorhin waren wenig dabei, da weißt du warum. Gestern, das letzte Mal. Ja, meine ich. Gatsun Ödland, jetzt sind Helden gefragt. In diesem epischen Kampf stehen sich die helle und die dunkle Seite gegenüber. Besiegt alle Helden oder Schurken, um zu gewinnen. Cool. Guatzen Ödland. Ja, genau. Kennst du auch die Guatzen? Also hier sind Helden und hier sind Schurken, alles dabei. Und wenn die Schurken und oder Helden kaputt sind, dann... Und natürlich sind aber auch normale Gefolgsleute dabei. Na, ich bin gespannt. Ah, ich sehe schon was. Darth Vader. Start. Okay, ich habe keine Ahnung. Aha. Besiege die Helden, beschütze die Schurken. Okay, geht ja schon direkt gut los hier. Obi-Wan ist hier, Quatsch, Obi-Wan. Luke Skywalker ist hier am Start. Oh, die haben sich ja alle verbunden, die Helden. Da oben siehst du schon, von uns, von den Imperialen, sind schon 2 Helden tot. Und da leben noch 2. Oh, Mann. Jawohl, Luke ist auch tot. Jetzt heißt es 1 gegen 1. Nee. Da hinten ist wieder so ein Heilungssymbol. Ist bloß noch die Layla übrig. Nee, und der Boba Fett. Es ist nur noch die Layla übrig, die wir besiegen müssen. Ja, und von unserer Seite ist der Boba noch da und wir müssen den halt beschützen, sonst verlieren wir. Du beschützt jetzt oder gehst du mit auf Layla? Ich greife mit an. Ich sehe nur leider gar keinen, also. Ich weiß gar nicht, bei wem ich hier bin. Ich bin tot, das weiß ich. Okay, ich habe die Layla gefunden. Layla, meine ich. Die hat sich Dings versteckt. Oh, jetzt hat die mich. Runde unentschieden. Okay, cool. Warte auf nächste. Oh, ich bin Darth Vader. Kannst du dir auch einen aussuchen? Nein, ich bin Boba Fett. Ah, okay. Kannst du gar nichts aussuchen. Nee. Geil, okay, wir müssen leider ein bisschen aufpassen. Ja, komm, wir bleiben zusammen. Ja, auf jeden Fall. Bist du? Gut. Ja, ich bin der hinter dir. Wir müssen eigentlich rein theoretisch beim Imperator bleiben, weil er uns heilen kann. Also schön mit in die Höhle rein. Der hat auch noch die geile Stimme. Ich mag ihn. Eure armseligen sind noch nicht gewachsen. Vor allem kann ich fliegen mit dem. Das ist so geil. Da hinten kommt Luke Skywalker. Ich brauche kein Jetpack mehr. Ja, der Imperator ist tot. Aber Boba, ich habe auch einen Han Solo getötet. Nee, doch nicht. Ja, sauber. Ich bin bei dir. Wir bleiben jetzt zusammen, wir beide. Imperator ist weg. Ja. Ist natürlich doof, dass der Heiler weg ist. Aber egal. Achtung, da ist einer. Wo denn? Hier. Da. Nur so ein kleines Mischling-Ding. Da hinten ist einer, der schießt von da hinten. Flammenwerfer feuert. Ach, Flammenwerfer. Ah ja, ich habe auch so eine Art Schutzschild. Wenn ich auf Blocken mache, dann werden die Schüsse wieder... Da unten sind die anderen beiden. Bist du hier oben stehen bleiben jetzt oder was? Ja, rein theoretisch können wir entweder angreifen, die platt machen oder... Pass auf. Ja. Ja, ich habe ihn gewürgt. Schwert fliegt. Ja, stirb. Ja, er ist tot, korrekt. Jetzt ist nur noch die Leia da. Ach, Alter, wie schnell bist du denn tot? Wahnsinn. Tot. Wow, krass. Wie schnell haben die uns denn umgebracht? Tja. Das war echt extrem.
Ich habe ja noch einen gekillt, aber... Hm. Du spielst nächste Runde als imperialer Sturmtrooper, okay? Okay, jetzt müssen wir irgendwas tun. Ich bin Held. Welcher bist du? Ach cool, nee, warte mal, ich kann hier einen Schocktruppler. Ach geil, ich kann verschiedene Truppen auswählen. Aha. Ich bin Schocktruppler. Hey. Ja, wir müssen jetzt so schnell wie möglich versuchen, die feindlichen Helden zu töten. Ohne dass die unsere töten. Ich weiß, leichter gesagt als getan. Ich habe eine Panzerfaust. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ah, ich konnte sie nicht einsetzen. Verteidigung verstärkt. Ja! Was können denn diese Schocktrupper? Nix. Nix. Sterben. Eine Panzerfaust und ein Kackdöns. Achso. Oh, bei uns schon wieder einer tot. Hm. Da hinten ist noch ein Helden-Heilsymbol. Ich hab keine Ahnung, wo die alle sind, ja. Ich wurde gerade von einem Meter. Ja klar, ich schieß wieder vorbei, verfluchte Kacke. Meine Fresse. Die Heldenleibwächter, die hast du aber auch eine Sicht von der Seite, ne? Du hast hier irgendwie überall eine Sicht von der Seite. Ich weiß bloß nicht, wie du das einstellst, wie du hier die Sicht einstellst. Ah, hier. Ne, doch. Mit. Nee, damit kannst du... Irgendwie kannst du nämlich auch irgendwie... Ah, genau, einfach mal nach unten. Unten gedrückt halten, links auf dem Stick. Hallo? Ah, ja, geht tatsächlich. Ja, geil, aber da finde ich die Ego-Shooter-Perspektive geiler. Ja. Also ich will nichts sagen, aber wir kriegen voll auf die Fresse. Macht mir nichts. Ich bin nächste Runde Boba Dünn. Ich bin Boba Imperator. Der ist gut, heil dich bloß. Also immer dreieckiges Heilen, denk dran. Und dann musst du das einsammeln, wenn du das gedrückt hast. Können wir bitte zusammenbleiben? Achso, du bist ja gar nicht, du bist ja Boba Fett. Ja. Okay. Ich habe den halt auch noch nicht so oft gespielt, deswegen habe ich gar keine Ahnung, wie der funktioniert. Ja. Der Boba Dünn. Da hinten ist was. Ach. Das bist ja du. Ja, ich schieß da oben auf die. Ich dachte, wir wollen zusammenbleiben. Ja, ich bin noch bei dir. Krass, ich habe schon 30 Lebensenergie verloren. Von 2 Schüssen. Hast du mal kurze Heilung für mich? Komm mal her. Drück mal 3 gedrückt. Und dann muss ich das einsammeln. Danke, bin wieder. Oh, nur so ein bisschen. 20 Punkte Heilung nur. Oh, das haben die aber. Letztes Mal war ja volle Heilung, weißt du noch? Naja, egal. Besser als nix. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Oh, ich habe noch einen Lebensenergiepunkt. Jetzt bin ich auch tot. Keine Chance. Wow, wow, wow. Also ich bin lieber Soldat als Held. Du spielst nächste Runde als imperialer Sturmtrupper. Lawohl. Lasst nicht zu, dass die Rebellen unsere Helden attackieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jetzt bin ich wieder normal. Endlich. Ich bin eine Runde Third Person. Als wären die imperialen Helden so schlappig.
So, jetzt holen wir uns erstmal hier so ein Super-Symbol. Super-Symbol. Schockkruppler. Oh, schon wieder einer tot. Darth Vader. Ja, weil der denkt mit seinem scheiß Darth Vader, da geht er immer mal wie ein... Ach du Sau. Von hinten. Kannst du echt nur in der Höhle bleiben. Boah, da kommen sie, ey, mit alle drei Helden, ey. Da, die wissen, wie das läuft. Die wissen, wie das läuft. Also das gefällt mir überhaupt nicht hier. Entweder sind die Helden sind so komisch und... Ja, das ist also, naja. Wir machen das noch zu Ende. Also bis jetzt hat mir am besten gefallen Gefecht, Abwurfzone und Vorherrschaft. Und Wendepunkt. Wendepunkt war auch cool. Wendepunkt hat mir am besten gefallen. Ja, das können wir gleich nochmal machen, wenn das hier vorbei ist. Ist schon vorbei, ne? Wollen wir Wendepunkt machen? Weil ich glaube, das haben die Leute hier genug gesehen. Ihr wisst, worum es geht. Also ich wäre dafür. Dann können wir denn... Wir haben jetzt 5 Minuten. Ja, machen wir nochmal Wendepunkt, genau. Also so genau, weil nochmal kann ich mir das nicht reinzwingen hier mit den Scheiß da. Da musst du schon eingespielt sein auf so einen Held. Und dann heilt der 20 Punkte, das ist ja nix. Was war denn in der Beta hat er ja komplett geheilt, weißt du, wo du mal drauf geschossen hast. Wieso bist du schon wieder voll Lebensenergie? Wieso bist du voll Lebensenergie? Das war gut. Keine Ahnung, du triffst mich nie. Nee, lieber eine Runde Wendepunkt, schön die neue Map hier, Jakku. Jakku! Genau mein Ding. Bin gerade im Star Wars Battle von EA Ladebalken. Ich sehe gerade 2D2. Jetzt darfst du auf ja, den Wendepunkt. Ich bin schon drin im Menü. In dem Menü. Menü. Und da gibt's da gibt's gar keine Helden. Da gibt's Flieger und 40 Mann, aber keine Helden. Es ist ja so schön. Ohne Helden. Das ist wundervoll. Mhm. Das war ja auch ein kostenloses DLC, ne? Dieses. Mhm. Ich glaube, das kam sogar, wenn man vorbestellt hatte, war das dabei, dass man da früher drauf zugreifen konnte als die anderen. Ach, ich glaube, so war es. Ja, genau. Mhm. Das ist ja die Map vom Film. Nein. Der war echt schön, ne? Wie die da mit den Gleiter lang und dann im Hintergrund der Sternzerstörer da oder Victoria-Klassenkreuzer da. Was redest du denn da? Wer war echt schön, der Film? Du erzählst, hä? Nein, die Stelle, wo die über den Planeten gefahren ist mit ihrem Moped und im Hintergrund die... Ja, super, bla 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 bla. Ja, der Film ist uralt, hat jeder gesehen. Nein, nix. Schöne Atmosphäre halt, so, fertig. Okay, hat auch schon wieder angefangen, okay? Bin mal gespannt, wie lange geht noch? Eine Minute noch, dann ist vorbei. Das ist natürlich super. Aber wir sind auch am Verlieren. Das ist wundervoll. Wendepunkt auf der Map? Ja, ich glaube, das mittlerweile ist das fortgeschritten, dass es für jede Map einen Wendepunkt gibt. Nicht nur auf der Jakku. Krass. Macht nichts. Die eine Minute da, die halten wir auch noch durch. Nee, das gefällt mir, dass es nicht mehr dort ist. Ja, dann können wir ja doch nochmal einen dicken, fetten Part da raushauen, aber wir hatten ja damals nur Wendepunkt auf der Jakku-Map gemacht. Soweit ich das weiß. Richtig. Noch. Okay, ich muss meine Hand wechseln. Du und deine Hände. Na, du wechselst sie halt nie, weil du nicht ich hab, meine Hände sind absolut gehandelt. Mich eigentlich verarschen? Nee, damit sage ich, dass ich alles eingestellt habe. Also ich muss da nichts umstellen. Warum kann ich denn nicht schießen? Drückst du auf die richtige Taste? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. La 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 la. Verstehe ich nicht. Ja, ich mache jetzt hier nicht mehr so richtig gerade, liebe Leute, weil es ist gleich aus. Und zwar jetzt.
Alter, der fällt ja gar nicht um, der Typ. Keine Ahnung, was das soll. So steht die Waffe nicht mit dem Zielschießer und Schuss. Welcher meinst du denn? Ich weiß leider nicht, welche Waffe du hast. Den Zielsucher. Ach so, du musst gedrückt halten, auf ihn halten und dann lädt sich das auf und dann geht die Rakete los. Nein, aber du musst genau auf ihn halten. Und dann schießt du eine Rakete. Hast du? Ach so! Das ist halt eine Verfolgungsrakete. Aber die wird immer abgelenkt. Also sobald du irgendwas im Weg ist, schießt die halt leider daneben. Ich hab noch einen gekillt und 125 Punkte erreicht. Yay! It's beautiful. Ui. Wieder so ein Killer hier, wa? Der alles, alle drei hat. Wow, es gibt sogar einen Punkt. 125. Und Spielbonus 2000. Cool. Kriegst du irgendwas mit 160 Euro oder sowas, ne? Ich krieg ja keine Euro. Ja, Credits, Mann. Du weißt doch, was ich meine. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Ja, cool. Jetzt bin ich gespannt, ob es nochmal die gleiche Map ist, umgekehrt, oder ob wir eine Map wechseln. Ah, Onkels Lieblingsmap. Wepseln. Äpsel? Wepseln. Mapseln. Dann gucken wir mal, ob wir die Map wechseln. Ja, klar, in die grüne. In die grüne Welt. Bei Dreadlaft. Verteidigen Sie alle Kontrollpunkte. Du gewinnst, wenn du die Rebellen die Zeit abläuft. Du verlierst, wenn dein letzter Kontrollpunkt erobert wird. Aha. Porte mich zu dir. Ich sehe dich. Glatzkopf. Geht im Gebüsch. Tisch, tisch. Hä, wie geht das nochmal? Boom. Boah, die fängst hier an und dann direkt ein Orbitalstrike. Wie geht denn sowas? Unser Primärziel ist die Sicherung dieser Kontrollpunkte. Ja, wie geht denn sowas? Ich komm nur mal klar, ich bin zu müde, ganz ehrlich. Ja, wir machen das jetzt noch zu Ende. Was verschaffen? Burning Eis. Alles gut, Onkel. Genießen wir das nochmal und dann spielen wir nochmal, wenn wir ausgeschlafen sind. Wow, das ist aber auch krass, wenn du hier oben stehst. Warum ich hier oben stehe, Mann. Ey, die kommen hoch, die Schweine. Oh, jetzt haben die mich runtergekickt. Boah, mein Kadaver fällt da runter. Plups. Das Krasse ist, ich bin ja direkt mitten im feindlichen Gebiet gespawnt, ne? Mitten in der Front, wo die alle herkommen. Schön getötet, Onkel. Sehr schön. Oh, ganze Familie ist hier. La 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 la. Also ich wüsste, was hier los ist. Ich muss mal kurz nochmal hier. Einstellungen, Steuerung. Oh. Boah. Boah, geil, wie die Bäume umspringen. So, ich bin hinter dir, Onkel. Das ist schön. Das ist so dö. Wieso tun wir das? Oh. Boah, die sind überall. Das gibt's gar nicht. Oh, Blackburn. Aber wir müssen jetzt zu den Kontrollpunkten. Was mache ich denn nur hier, ey? Boah, ich mach nur Kacke. Ich lauf sonst wohin. Ich muss mir den Part unbedingt mal bei dir angucken. Ja, sinnlos im Dschungel. Ja, echt total. Ich hab keine Ahnung, ich bin echt jetzt gerade ein bisschen Matsch im Kopf.
Das Schlimme ist, dass wir auch noch da hoch müssen. Boah, jetzt habe ich gerade echt gedacht, ich mache hier eine super Aktion und dabei habe ich nur Müll gemacht. Oh nein, Orbitale. Zurück in die Schlacht. Wie geil ist das denn? Ich habe hier ein Symbol, was außerhalb der Schlacht gespawnt ist. So ein Kreis, weißt du? Ich bin rausgerannt, dann steht da zurück in die Schlacht und da läuft die Sekundenzeit ab. Ja krass, wie sind die denn drauf? Dann sollen die auch nicht solche Objekte außerhalb der Schlacht hinsetzen. Dann holst du rein, war halt Klappe. Wen soll ich benutzen? Holen! Ach so. Oh Gott, Nee, direkt vor mir hier. Was? Ja, das hat immer wieder gedauert, beim Librovaner. Das hat überhaupt nichts gedauert hier. Es hat nichts gedauert. Oh, hier ist ein Ati. Warum können wir den nicht benutzen? Boah, es tut mir leid, ich raff nicht, wo ich hin muss. Wir müssen ja die Punkte verteidigen. Ach, so ja. War das. Nichts mit übernehmen. Oh. Oh. Thermaldetonator in meinem Schutzschild drin. Da bin ich gerade leider aus dem Leben gesaugt worden. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Oh oh. Alles, was mit Verlieren und negativ zu tun hat, ist schlecht. Ich weiß. Ach Mann. Ey, das ist unglaublich, wo die Gegner alle herkommen. Aus dem Gebüsch, sie sind getarnt als Gebüsch, unterm Wasser. Aus dem Baum, überm Baum, hinterm Baum. Da. Mann! Die sind doch zufälligerweise immer mein Baum. Die Rebellen erobern einen Kontrollpunkt. Greif sie an! Oh Mann. Ich treffe keine einzige Sau. Du sagst, jede Sau hier treffen. Bist du kein Fleischer, bist du. Ja, realer. Ich bin Metzger. Ich bin kein Metzger. Krass, wie wir hier einen Baumstumpf verteidigen sollen. Das ist irgendwie lächerlich. Oh. Wie sie davon geflogen sind. Eieiei. Ich sehe nur noch Orbitale. Das war kein Orbital-Strike. Thermaldetonator. Oh, jetzt stand einer neben mir und hat mich verhauen. So ein Drecksack. Verteidig diesen Kontrollpunkt. Überlass den nicht. Das Rebellenpatz setzt gleich einen Kontrollpunkt. Das hört sich schlecht an, mein Freund. Boah, hier sind ja ganz viele. Ich laufe hier so ganz gemütlich, denke an nichts Böses und dann auf einmal sehe ich, dass ganz viele Rebellen da hocken. Und jetzt komme ich mit meiner... Orbitalangriff, es nähert sich. Ich wurde auch vom Orbitalangriff getötet. Das war sehr, sehr nicht nett. Alter, was geht denn hier ab? Hier ist echt Krieg. Ja. Ob das an der Müdigkeit liegt, Müdigkeit liegt. Bei dir nicht, denke ich nicht. Wow, voll die Nuklear-Explosion hier. Nuklear. Ja!
Endlich ist einer in meine komische Annäherungsmine gestolpiert. Stolpaziert! Hier tanken sie auch. Schwäbisch Hall. Was? Ja. Schwedisch Halle. Ich bin unterm Baum gefangen. Ey, ich hab einen mit der Granate erwischt. Ich hab in Zufallsnichts geworfen. Hab einen erwischt. Das ist ja cool. Ja, einfach weil so viele Leute hier sind. Wo ist denn ein Zufallsnichts? Okay. Ich hab die einfach geworfen aus Spaß, weil ich sauer war. Und dann hab ich einen gekillt. Das war cool. Oh, jetzt hat mich einer mit der Panzerfaust geholt. Ich hab nur gesehen, dass mein Kadaverkörper wieder durch die halbe Atmosphäre gegleitet ist. Guten Tag, wir Rivano. Müssen die Dinger halten. Rivano? Alles gut, Rivano. Super, Rivano. Mir geht es gut und wie geht es dir? Wenigstens hast du mal das Spiel geschnallt. Jawohl! Bist du Onkel? Warte mal, ich beschütze dich. Bleib mal stehen. Was willst du denn mich beschützen? Ach, den Mist, ey. Hau ab mit dem Scheiß. Ja, kannst du nicht schießen? Dich. Ach, super. Ja, beschützt aber auch die anderen vor meinen Schüssen. Nein, du musst ja mit deiner Waffe raushalten. Was? Alter, die sind vor unserem Expendable-Tor sind die schon. Du laberst so einen Scheiß. Ja, die sind hier direkt vorm Eingang. Die sind ganz schön weit vorgedrückt, gerückt. Boah. Ey, was geht denn da ab? Warum sterben die denn nicht? Boah, die haben nur Thermal. Wir haben nur Thermaldetonatoren. Man hört sie nur. Krasse Scheiße. Der eine hat ein Schutzschild, der eine fliegt. Thermaldetonatoren. Boah, wie die zerplatzen, die kleinen Kinder. Die zerplatzen. Ach, echt jetzt? Boah, egal wo wir zocken, verlieren wir. So, Freddy Brenner. Ja, es reicht. War ein harter Kampf und wir haben ja fast gewonnen an Erfahrung. Du bist eh dran, ne? Jawohl, ich melde mich ab. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich weiß noch nicht, wie alles hier ablaufen wird. Aber wir sehen uns auf jeden Fall erst beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.